Moin zusammen, hallo und herzlich willkommen. Heute geht's bei Death Store ins große Finale. Zumindest hoffe ich das, weil ich habe alle drei Hauptgegner der Spielwelt gelegt und der nächste Step ist einfach durch die Tür des Todes zu gehen. Und ich hoffe, dass dahinter der Endboss wartet und dass ich das Spiel heute abschließen kann. Ich bin gespannt. Auch gespannt, wie ich mich anstelle, wie viel Tode ich erleiden werde, bis der Abspann läuft. Mal gucken. Bin gespannt. So, nicht lang schnacken. Rein ins Game. Da sind wir. Die Death Store starten. Wir sind bei 60,1%. Ist natürlich bei mir hauptsächlich natürlich auf das Hauptspiel gelegt. Also ich tippe mal, dass das noch 20% sind oder sowas. Der Rest ist ja wirklich erkunden. Ich bin jetzt bei 10 Stunden, 21 Minuten, 16 Sekunden. Und da kommt Martin rein. Hallöchen. Moin, moin. Und rein. So. Jetzt muss ich mal mich zurechtfinden. Warte mal. Warum geht er da rein? Achso, wir haben gerade hier den Boss gelegt. Und jetzt gehe ich einmal. Ich muss einmal kurz gucken, wo lang müssen wir denn hier? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Wie groß ist denn das? Ja, genau, Björn. Glück zählt das nicht als tot. Oh, warte. Apropos tot. Zack. Der Todescounter. Ne, hier bin ich komplett falsch. Also wirklich, wirklich wenig bis gar nicht. 209 Mal ist ja eigentlich zu vernachlässigen. Wo ist wohl das Hauptge. Hier ist es. Hallöchen. Moin. Moin, moin. Hallo. Willkommen bei der Sinnkammer. Möchtest du. Ich. Weiß ich nicht. Ja, möchten wir. Definitiv. Hallo, Herr Kommissar. Wir. Ey. Was machen wir? Wir hauen Stärke einen rauf. Komm, fertig. Was ist das jetzt hier? Kann ich hier irgendwas mitmachen? Nee, kann ich nicht. So. Damit haben wir das ein bisschen verbessert. War das hier der verlorene Friedhof? Wir finden das schon, ne? Ja, das glaube ich richtig. Das ist richtig, richtig. Oder? Und hier hoch. Oh, das war richtig gut. Ich glaube, hier noch. Ja, jetzt muss ich einmal kurz gucken. Ja, doch, ist auch richtig. Gar kein Problem. Naja, ich kenne mich hier aus. Bitte. Martin, du hast verbracht. Du bist ein viel stärkerer Schnitter als ich. Na bitte. Ich hätte diese Riesenseele niemals allein bezwingen können. Ja, für mich war das ja nicht erwähnenswert. Jetzt ist die Zeit gekommen, endlich. Lass uns diese Tür aufbrechen, Grünschnabel, und unsere Aufträge zu Ende bringen. Okay. Und jetzt betreten wir die andere Seite. Warum kommt er nicht mehr? Hilft er mir jetzt? Wäre natürlich dann in Ordnung. Da sind wir nun. Dies ist das Jenseits. Und es gibt hier kein Lebenszeichen. Na. Hallo? Ah, Herr Tod.
Bist du der Tod? Ich dachte, die Geschichten über den ursprünglichen Schnitter seien nur so ein wirres Zeug, das die freien Krähen von sich geben. Ja nun, das bin ich wohl. Also wenn ihr gar nichts wusstet, dass es mich wirklich gibt, dann seid ihr wohl nicht gekommen, um mich zu retten, oder? Nein, tut mir leid, wir sind aus anderen Gründen hier. Vielleicht könntest du uns sogar helfen. Hä? Das ist echt dreist. Aber na klar, ich meine, was sind schon wenige Minuten zusätzlich nach ein paar Jahrhunderten? Also warum seid ihr hier und wie habt ihr es überhaupt geschafft, hierher zu kommen? Wir suchen Seelen, welche die Tür des Todes, also deine, durchschritten haben. Wir sind dienstverpflichtende Schnitter. Wir benötigen diese Seelen, um unsere Aufträge zu erfüllen und unsere Stand bei der Kommission wieder ans Reine zu bringen. Sonst sterben wir nämlich. Wie unangenehm. Nach Seelen könnt ihr hier lange suchen. Also körperlose Seelen, die durch diese Tür kommen, lösen sich in Äther auf. Die Seelenenergie muss wiederverwendet werden, um neues Leben zu erschaffen. Deshalb war ja meine Arbeit so wichtig, auch wenn die Lebenden mich dafür gehasst haben. Ja, okay. Früher war ich immer unterwegs und habe die Seelen selbst geerntet. Anschließend habe ich sie mitgenommen hinter den Schleier. Aber das war so deprimierend. Nicht für die Seelen, denen ist das egal, aber für die Lebenden, die sie zurückließen. Ich wünschte, ich könnte sie wissen lassen, dass mich vor dem Sterben keine Angst haben müssen. Was? Achso, dass sie keine Angst haben müssen. Es gehört einfach zum Zyklus des Lebens. Ja, ja, ja. Ich gebe zu, im endlosen Lauf der Zeit habe ich diesen Zyklus irgendwann bis oben hin satt. Dann kam eines Tages ein seltsames Wesen zu mir mit einem Vorschlag. Dieses Wesen konnte Portale erschaffen, Türen, die an jeden Ort auf der Welt führen. Wer das bloß ist? Er sagte, ein automatisiertes System könne mit Hilfe einer solchen Tür das Einsammeln von Seelen übernehmen. Wenn die Tür offen stand, würden sich die Seelen der Toten anziehen. Na bitte. Sozusagen eine Art Leuchtturm am Gestade des Äthers. Als Gegenleistung wollte er sein Leben verlängert haben. Deal, sagt er. Deal. Also eigentlich wollte er es unsterblich werden, aber das geht natürlich nicht. Wenn sich eine Seele nach ihrem vorgesehenen Todeszeitpunkt zu lange weit herumtreibt, bis sie gar nichts mehr von ihrer Sterblichkeit verbindet, dann verdirbt sie und nimmt eine dämonische Form an. Alles Leben muss enden. Naja, irgendwann. Während ich mich also ausruhte, kamen und gingen mehrere Generationen dieser selbsternannten Lords der Türen und erfreuten sich ihrer unnatürlich langen Lebenszeit. Am Ende fügte sich jeder von ihnen der Endlichkeit des Daseins und begann sich bereitwillig in den Äther. So lange, bis einer sich weigerte. Damit kommen wir zu eurem derzeitigen Lord der Türen. Am Ende seiner zugemessenen Lebensspanne hat euer Lord unsere bewährte Vereinbarung unterlaufen. Er meinte, es habe da einen Vorfall gegeben, die Tür würde nicht mehr gut funktionieren und müsste neu erschaffen werden. Die Rekonstruktion der Tür erfordert angeblich die Berührung des Todes, um die Tür mit dem Äther zu verbinden. Aber als diese neue Tür dann erschaffen und geöffnet war, stieß mich der Lord hinein und versiegelte sie von außen. Das ist ein Frechdachs, ne? Das ist ein Frecher, ne? Es gab keinen Entkommen für mich. Unverehrte Seelen konnten nicht mehr in den Äther übergehen. Kein Tod mehr unter den Lebenden. Na bitte. Die Tasche, die er hat. Seitdem bin ich hier. Alleine. Ganz alleine. Aber eine Auftragsseele, die ist doch wohl hier. Die muss doch hier sein. Ich bin ihr bis zu dieser Tür gefolgt. Irgendwie ist sie hier hineingelangt. Bist du sicher, dass du nicht gesehen hast? Tut mir leid für dich. Wenn hier eine Seele ohne Körper am Kopf, verschwindet sie in den Äther. Früher oder später muss alles, was beginnt, auch ein Ende haben. Dann gibt es also keine Hoffnung. Nein, die gab es hier noch nie. sie muss hier doch irgendwo sein. Nein, 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 nein. Ich habe so viele Jahre darauf verschwendet, nach dieser Seele zu suchen. Jahrzehnte, Jahrhunderte. Ich will aber nicht sterben. Genau. Oh weh. Du hast wohl dein Mindesthaltbarkeitsdatum ein klein wenig überschritten. Okay. Hallo?
Digga, ich hab dich hier reingeholt und jetzt machst du einen auf hier so ein oder was? Digga! Sag mal, okay. Erstmal klarkommen, was ich soll hier. Das schreit doch schon nach dem nächsten Counter. Mein Glück ist hier viel Platz. Was kommt denn jetzt? Ja. Zweihundertzehn. Okay, jetzt gehen wir ein bisschen mutiger ran hier. Okay, zu mutig. Okay. Und es geht schon wieder los. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you. Diese Köpfe, ne? Hi, Magi. Eieiei. Das wird aber ja noch nicht der Endgegner sein hier. Du Stück! Das kann heute echt ein ekelhaft langer Arm für mich werden. Na, wie war der Arbeitstag? Jo, der hat gesessen. Jo, der hat auch gesessen. Diese scheiß Köpfe treffen mich immer, das ist doch Müll. Nein, es hüpft ja. Thank you.
Schade. Ach, frag nicht. Wie ich gesagt habe, nichts gemacht. Und selbst, meine war scheiße heute. War nicht so schön. Bin froh, dass der rum ist. War echt. Egal, kann morgen noch besser werden. Mein Problem sind diese schwarzen Köpfe, die er rausballert. Mann, du fettes Huhn. So, da geben wir uns nochmal ein Tötchen, ne? Ein kleines Tötchen. Genau, ist wirklich nur zum Warmwerden hier, so ein bisschen Warm-up. Nicht gut. Die alte fixe Henne hier, Alter. Fuck. Ja, genau, das muss jetzt auch mal sein. Fuck me! Nee, ich darf ja nicht mehr. Die arme Lene. Ne? Hashtag die arme Lene. Hoho! Warte mal. Ja, nicht einer davon sitzt, ne? Ja, der war gut. Komm mal, Björn. Genau, du kleiner Sack, du. Rest.
Nur leichten Stress. Natürlich trifft davon gar keiner. Ich darf einfach nicht in ihn reinlaufen. Oder er dann in mich. Oh Gott! Du Stück Affenhirn! Du, komm mal her, du kleiner Rabi! Ich brat alles an dir. Oh Gott. Komm, spring, ja? Spring da. Skorpion, das ist total dumm, aber gut. Schrei. Nein, shit. Jetzt schreit er. Wo ich nicht da? Nein, und dann laufe ich in ihn rein. Oh oh. Nein, ein Stück. Jo, der war gut. Das war Mist. Bitte! Was das wohl ist? Wow! Rest.
Ja, ich habe aber zu schnell auch da wieder zwei Leben verloren. Verdammt. Genau, das rundet den Tag ab, richtig. Schon wieder. Ich laufe gegen diese Dinger. Das darf ich nicht, Björn. Das ist Müll. Scheiß Tag, Martin. Freue ich mich aufs Wochenende. Oh, Glück gehabt. Alter, der Dr. Pepper hat so viel Kohlensäure. 1, 2, 3, 4, 5. Hehehe. Schon drei Hits, du Stück. Oh! Ja, das ist ja genau dein Spiel. Obwohl das da gibt es große Unterschiede zwischen Tag und Nacht, ne? Also wenn du am Tag läufst, ist alles doch ein bisschen entspannter, als wenn du das Spiel dann in der Nacht Aufgaben erfüllen musst. Fuck, 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 fuck. Man darf ihn aber auch gar nicht berühren, ne? So, einmal testen, was passiert hier? Keine Ahnung. Also ich sterbe. Gut. Also in der Nacht ist es wirklich so. Natürlich trifft keiner. Nein, muss auch keiner treffen. Gar kein Problem. Ganz entspannt. Lalala. Natürlich trifft da auch wieder keiner.
da saßen welche. Das hat 4 Spieler Koop. Okay, das wusste ich zum Beispiel nicht. Also ich wusste, dass es ein 2 Spieler Koop hat. Shit. Hui. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange es her ist, dass ich einen frischen Luftzug verspürt oder gesehen habe. Wie ich meine, überhaupt etwas gesehen habe. Dankeschön! Man weiß Dinge bekanntlich erst dann richtig zu schätzen, wenn man sie nicht mehr hat. Das habe ich bei meiner Arbeit oft erlebt. Aber bevor euer Lord die Türen mich weggesperrt hat, dachte ich nie, dass es mal mich treffen könnte. Na bitte. Ich liege da erstmal rum. Es tut mir leid, was gerade mit deinem großen, gefiederten Freund passiert ist. Für die Lebenden ist es immer hart, die Toten gehen zu lassen. Noch härter ist es, sie selbst ernten zu müssen. Ich kann das Gefühl irgendwie verstehen. Auch wenn das nicht deine Absicht war, hast du mir gerade einen großen Gefallen getan, Krähe. Aber das alles ist noch nicht ganz vorbei. War mir klar. Die Tür wurde zwar zerstört, aber meine Macht ist leider immer noch in ihren Trümmern gefangen. Ein großer Teil meiner eigenen Seele wurde eingesetzt, um die Tür zu erschaffen, und dann muss ich wieder und die muss ich wieder haben, bevor ich meine Arbeit tun kann. Das heißt, wenn wir diesen Zyklus beenden wollen, muss jemand anderes den Lord der Türen ausschalten. Du errätst nie, wer das ist. It's a me, Piani. Ich werde nie wieder Abmachungen treffen, so viel steht fest. Geh zurück in dein Büro und ernte die Seelen deines Arbeitgehers, Krähe. Und vergiss nicht, du hast den Tod auf deiner Seite. Na dann. Ladadi. Kommen wir hier irgendwo lang? Nö. Da. Komm, gehen wir hier oben lang. Oh, cool. Ich kann auf jeden Fall noch was kaufen. Ach, mit dir will ich nie reden. Hier muss doch irgendwo eine Tür sein. Ja, hier kommt der eine. Aber, ach, sag ich, egal, komm, hier rein, 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 rein. Jetzt los. Meine lieben Mitkrähen, der lang verheißene Augenblick ist gekommen. Heute wurde die Tür des Todes geöffnet und der Tod selbst wurde befreit, um die Welt zurückzugeben. Fürchtet euch nicht, denn dies ist nicht das Ende aller Tage, sondern Beginn einer strahlenden neuen Zukunft.
Die Mächte von Leben und Tod wurden für 1000 Jahre in ein unnatürliches Chaos gestürzt und wir Kreen waren daran beteiligt. Wir müssen unser Unrecht wieder gut machen. Na bitte. Wir müssen unser Schicksal akzeptieren. Jawohl, wir müssen uns gegen jene stellen, die uns in eine Zukunft ohne Hoffnung führen wollten. Es ist Zeit, dass das Regime des Lords der Türen endet und wir zu einem natürlichen Lebenszyklus zurückkehren. Selbst jetzt, wo unsere Welt vielleicht bald für immer vergessen sein wird, können Seelen wie diese kleinen Waldgeister immer noch aus den Ritzen auftauchen. Bald beginnt ein neues Zeitalter und die Welt wird von einem neuen Leben, wimmeln. Ja, ja, ja. Damit das geschehen kann, müssen die letzten Stunden des verheißenden Tages genauso ablaufen wie vorbestimmt. Die Krähe, die den Tod befreit hat, muss die Herrschaft des Lords der Türen beenden. Ach so, das hat jetzt hier der Piepmatz bestimmt, wa? Aha. Erstmal reden. Hallo, ich möchte reden. Ja, machen wir. Machen wir. Ballern wir rein. Gehen wir noch einen höher. Weißt du was? Ich weiß ja, was ich tun soll. Erst die Tür des Todes und jetzt hier rein? Heieieiei. Ich habe dich beobachtet, junge Krähe. Ich dachte nie, dass es tatsächlich so weit kommen würde, aber hier sind wir nun. Jeder aus meinem Geschlecht wurde erschaffen von dem Lord, der ihm voranging und dazu ausgebildet, nach dessen Hinscheiden seine Aufgaben zu übernehmen. Am Tag unserer Entstehung erfahren wir bereits die Stunde unseres Todes. Na bitte. Mein Vorgänger, mein Schöpfer, war ein kaltherziger Tyrann. Er war besessen von Regeln und Ordnung und der Art, wie die Dinge zu sein hatten. Der alte Trottel hat mir noch nicht einmal einen Namen gegeben. Kannst du dir das vorstellen? Wie würde dein Leben verlaufen, wenn du von Anfang an genau wüsstest, wann du stirbst? Wenn jeder Moment deiner Existenz sich nur um ihr Ende drehte. Mein Saufen, ne? Ich musste alles tun, was in meiner Macht stand, um mich davor zu bewahren. Na dann. Ich weiß, dass meine Handlungen nicht ganz moralisch sind, vielleicht noch nicht einmal vertretbar. Aber ich kann doch nicht einfach so sterben. Ich weigere mich, kampflos abzutreten. Nun denn, junge Krähe. Mashallah. Bist du bereit, um dein Leben zu kämpfen, so wie ich um meins kämpfte? Ja, ja, ja. Round one. Ja, nee, ist klar. Digga, bleib mal ruhig. Okay. Hinterher. Fuck. Mir auch nichts, ne? Ich kann. Oh Gott. Okay, okay, okay. Ja. Ah! Nice. Dachte, er schenkt mir den. Schade. Ja, okay. Aber gut, er schenkt mir wenigstens. Bis hierhin schon mal, das ist gut.
Nein, nicht! Shit. Okay, wir haben wieder das Problem, dass das alles zu klein für Björn ist. Zu wenig Platz. Was ich aber gut finde, ist, dass ich quasi das erste schon geschafft habe anscheinend. Und nämlich gleich hier mal wieder absetzt. Ja, kennen wir vom Vorgeist, genau. Ich bin aber zu langsam dafür. Oh Mann! Wie ich mich gar nicht über das Spiel aufregt, sondern immer über mich selber, ne? Ihr wisst es ja, wie es ist. Digga, jetzt ist er auf einmal da. Du kannst mich mal... Du alte... Backe. Ja, ich komme nicht mal weg. Heilung? Ist hier Heilung? Hi, Boys! Nabend! Oh, fuck! Letztens Cup, jetzt Death's Door. Für solche Menschen ist doch das Verdreschen mit den Zweigen auch das Beste an der Finishing Zone. Oh ja, das könnte ich mal gut haben. Nein, natürlich muss ich jetzt von hier starten. Und los geht's. Kein Problem, dafür bin ich geboren hier. Pro Gaming. Oh Gott. Ja, bei The Cup habe ich aber nicht gedacht, dass das so schwer ist. Oh, nö, 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 nö. Oh Gott. Hi, Kemma. Hi, Thomas. Stress. Okay, ich weiß Bescheid, er greift an. Ja, ja. Schlag mich nicht, Mann. Fuck. Hi, Stefan. Ja, das ist... Ne? Björn, du musst auch... Also bitte. Ich versuche hier alles. Oh. Ist hier aber hartes Endgame.
ja. Ja. Komm runter, du Stück. Okay. Ich bin ja erst bei 222 Mal. Kein Problem, ne? Ja, warte, warte. Nee, bleib mal ein bisschen. Bleib da noch, bleib da noch. Bleib, lass uns doch Freunde sein. Nein, ich bin aber... Achso. Okay. Ja, ist dann so. Zwei geschenkte Tode, Alter. Das ist doch Müll. Was macht er jetzt? Alter, Digga, du gehst ja so richtig hart auf den Sack, ne? Was? Er köpft mich immer. Das ist nicht gut. Das ist doch nichts für Björn. Oder schon wieder ihn? Nein! Achso, okay. Easy! Oh, fuck. Was hat er jetzt vor? Alter! Alter! Holz auf 305. Oh mein Gott. Ey, ich habe so nasse Hände, ne? Wieder voll leben. Hi Simon. Okay. Warum sind wir hier, Krähe? Wir uns verprügeln. Warum gibt es mich überhaupt? Damit ich in die Fußstapfen meines Vorgängers trete? Ja, wir wissen das doch. Und immer wieder dasselbe zu tun. Und warum? Wozu soll das gut sein? Jetzt kriegst du auf die Schnauze. Los, da aber nicht. Schließlich müssen wir doch alle sterben. Genau. Das werde ich wohl niemals erfahren. Was macht er jetzt? Na. Er hat den Todesstern aufgeladen.
Der letzte Lord der Türen. Okay. Was war das? Nein! Ja, nee, ist klar. Fuck. Alter! Ja. Schade. Aber das Gute ist, ich spawne quasi davor und muss diesen ganzen Abschnitt davor nicht mehr machen. Och ja. Ja, Nick! Hallo? Änder mal einfach deine Reihenfolge vom Angriff? Klar. Für die Sadisten unter euch, das kann jetzt ein bisschen dauern, ne? Also, können jetzt, also, das seht ihr jetzt öfter. Nee, 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 nee. Okay. Shit. Shit! Tür kommt nicht weg. Der kleine Typ, ne? Es war so gut vorhin. Es wäre erst... Das ist übrigens ja nur ein Warm-up heute für Samstag. Samstag mein Twitch-Geburtstag, 3 Jahre Wuyu's World und ich zock Bloodborne. Der wird ja ganz easy dann. Ach man, ja, das ist so ein Tod, den nimmt man einfach mal mit. Da freut sich der Counter, genau, der zählt hoch. Voll die Türen, Kühe, Gesichter. Nee, nee, nee. Nein, nur dann laufe ich da rein. Ich bin eine nicht ganz so intelligente Person. Wieder laut werden. Fuck.
Ich sag unter 250. Ja, okay. Wo sind wir jetzt? 227. Marc, wenn du hast ja aufgepasst. Du weißt ja eigentlich, was wo ich beende. Marc hat mein Metagaming nämlich schon durchschaut. Die versteckten Hinweise. Ja, ob's die 49 ist? Ganz schön harte Nummer, Alter. Das ist dann fast so frustrierend wie Betty, Alter. Wo sind wir? 228 mal abgenibbelt. So, ein Trainingsversuch noch und dann muss ich ja finishen. Oh Mann. Mann! Das ist doch auch alles random hier, Alter. Oh! Nein, Mann! Simon hat's erkannt. Nur und wenn ich richtig Stress und Druck hab, dann Glanzleistung. Dieser Ball, ne? Wenn er diese Ballform annimmt, dieses Schach. Simon, was hast du verpasst? Ja, was hat er verpasst, ne? Er kommt auf jeden Fall richtig zum wichtigen Try. Nein, jetzt darf ich da zweimal rein. Jetzt darf ich da dreimal rein. Jetzt bin ich tot. Herzlich willkommen beim langsamen Verfall des Wii-Woos. Wir treiben ihn heute noch in den Wahnsinn. Gar kein Problem. Pack. Oh. Digga, komm mal ab. Ich hab dir gar nichts getan. Ich wusste nicht, dass es deine Schwester war. Und deine Mama. Man kann den ja fast gar nicht ausweichen, ne? Dann sind wir schon wieder sowas wie Björn Wein gleich. Die können diesen Ball nicht ausweichen. Okay, wartet kurz.
gar nicht erwähnt, dass Dr. Pepper leicht viel Kohlensäure hat. Alter, so. Da lacht er über sich selber. Simon? Ach nee, du bist ja gar kein Mord. Ach, im Chat kommt das dann, bevor ich tot bin, oder was? Ja, alles klar, okay, sorry. Okay. Boah. Ich raste aus, ey. Ich raste aus. Ach, Mann, ey. Shit! Okay, bis hierhin ist ja eigentlich einfach, wenn ich nicht schon zweimal gestorben wäre, ne? Es ist frech, wie er manchmal das Muster ändert, ne? Ändert das Muster nicht. Bleib weg. Ist euch auch so warm? Kleine Taschenlampe brennen. Schreib ich lieb dich in den Himmel. Gott. Ja, Abend ist noch jung, aber ich will ja auch nicht über den Abend nur wegsterben in diesem Endding. Da flippe ich ja aus.
Park. Verdrückt. Herzlich willkommen, da sind wir wieder. First try. So. Ah, ist klar, du Stück Dreck. Hat er einfach wieder das Muster geändert. Versuch 237. Mann! Das kann doch nicht angehen, du Spitz! Also wirklich. Ich werde so auf deinem Grab nachher tanzen. Kannst du mal glauben. Okay. Und wie war denn sonst so euer Tag? Wir müssen mich mal kurz hier... So, jetzt mixen wir Dr. Pepper mit Cola und drücken hier einmal drauf. So, jetzt sind wir bei... So. Gab's nie mehr Leben? Gut, das haben wir. Oh, okay. Ja, ich glaube, man kann irgendwo, konnte ich irgendwo was freischalten oder so, aber ich weiß nicht mehr wo. Oder ich hatte ein bestimmtes Item oder so, ich weiß das nicht mehr. Der war aber nicht schlecht, der Versuch. Aber Frage ist ja auch, wie oft man diesen netten Kollegen treffen muss, darf, soll. Okay.
Ey, manchmal bin ich dann aber auch so blöd. Ach ja, dann fick mich da doch weg, Mann. Oh. Ach nee, ich darf ja noch nicht drücken. Darf ja noch nicht drücken. Ah. Okay. So. 239 Mal gestorben. In diesem doch sehr kinderfreundlichen Spiel. Also wie gesagt, der Tag fing heute schon bescheiden an und ja, doch, das zieht sich durch. Ja, natürlich, ich komme da nicht weg und er trifft mich dreimal oder was, ne, zweimal schon, ja genau. Ja, ich habe heute, ach, darf ich auch noch nicht, Zwischeninventur gehabt. Und, ja. Ich war schon zum Mittag durch, das reichte. Ganzen Tag da nur zählst und auf Zahlen guckst, da flippst irgendwann aus. Schade, ich komme nicht weg. Ich komme nicht weg! La 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 la. Oh, natürlich macht er jetzt wieder die Rolle als zweites. Ja, genau. Ach so, okay, jetzt macht er den. Also ich dürfte eigentlich, um das gut zu schaffen, dürfte ich bis jetzt nicht einmal gestorben sein. Das weiß ich ja von den anderen Endgegnern. So, die erste Phase muss man eigentlich ohne Schaden überstehen. Mama! Der Rabe, der lag mir besser. Da konnte ich nämlich gut ausweichen. Da kam ich gut weg. Hier, bei ihm habe ich echt wenig Platz. Mann! Thank you.
Und du bist auch letztes Mal immer andersrum gelaufen. Das war auch viel besser. Nein, reingelegt. So. Da drücken wir drauf. So schnell werdet ihr mich nicht los. Ich hasse übrigens diese Leute, die das Spiel sofort beim ersten Mal schaffen, ne? Also wirklich auch das, diesen Abschnitt hier. Einmal nur gegen den kämpfen und schaffen. Ich muss auf Nahkampf gehen. Oh, da kommen noch zwei hinterher. Ja, sag. So. Shit, shit, ja, da kann man nicht mehr weg. Bis jetzt nur zwei einigermaßen gute Versuche dabei gewesen.
Das kam jetzt überraschend. Boah, jetzt muss hier Fenster auf. Nu reicht das. Rest spielen wir nachher in der Dusche. So. Ich verfalle langsam. Jetzt kommen wir aber immerhin schon mal in die Richtung von ihm da, ne? Wo er da seinen komischen Move macht. Das darf mir nicht passieren.
Digga, Mann, nein! So, hallo, warte mal. So, hallo und herzlich willkommen hier in Wuyos World. Ich fange jetzt gerade erst mit Dead Run an. Das vor war alles nur Scheiße und jetzt geht's erst richtig los. So. Mann! Keine Chance, meine Güte. Keine Chance. Oh. Endlich die Mucke, die ich brauche. Na klar, kommt da noch einer aus der Wand, nachdem eigentlich der Ding schon abgelaufen ist. Schade. Häng ich da fest, danke. Thank you.
Express! Man stirbt sich hier so durch. Guck mal, jetzt schon. Das ist schlechtes Game Design. Man kann da nicht einfach hängen bleiben. So. Ich musste mal kurz. Hatte was auf dem Herd. Handauei. Mann! Könnt diesen Stuhl nehmen? Ihr glaubt das gar nicht. Und alles hier rein. Direkt hier. Ja, haut drauf. Ich kriege hier schon. Es könnte sein, dass ich gleich umkippe. Das ist einfach so. Das ist. So. Sterben ist fun. Sterben ist toll. Sterben ist so toll. Nix ist. Ja, das kannst du euch machen. Von mir aus, sei da ganz wie du möchtest. So, jetzt gehen wir hier lang. Dann kommt da. Björn kann so eine Sache nicht lesen. Das ist sein Problem. Nächstes, du Stück Dreck. Ich häng schon wieder an seinem Knie fest oder an seinem Schienbein oder. Alles ist super. So. Das hatten wir beim letzten Mal aber auch schon. Da hatte mich. Betsy? Betsy, ne? Betsy eigentlich schon gebrochen. Und erst als der Bruch da war. Warum? Ja, natürlich noch ein zweiter. Wir sind noch nicht vom Bruch. Also wir sind vorm Bruch. Wir sind noch nicht gebrochen. Deshalb geht das aktuell noch so weiter, wie es. Das ist. Also so geht's gerade runter. Performance-technisch. Stimmungstechnisch sind wir unten. Das ist schon mal gut. Wir haben schon mal wirklich die Sohle erreicht, was die Stimmung. Na, noch nicht ganz. Vielleicht geht's da noch ein bisschen schlimmer. Die erste Rolle erwischt mich. Ich raste aus. Ja, hat mich nicht erwischt. Ich häng wieder fest, klar. Ich häng wieder fest. Ab nächste Woche gibt's nur noch Barbies Reiterhof hier. Ich will einfach nicht mehr. Puh.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Okay, jetzt geht's los. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Hey, ich hab doch... Ja, das kannst du von mir aus machen, wie du möchtest. More passion. Only more energy. Eigentlich ist das ja eine Kombination aus allen drei Gegnern, ne? Falscher Zeitpunkt für die Bombe, Björn. Ah. Den tanze ich nur in der Mitte aus. Nein, und genau dann kommt noch einer hinterher. Willst du mich verarschen? Okay, ich glaube, den kann ich mit Fernangriffen echt schlecht fertig machen, weil der ist viel zu sehr in Bewegung. Ich weiß auch nicht, warum ich das Muster jetzt ändere, weil... Ist halt so, ne? Schade. Selbst der Controller war gerade nur am Rotleuchten. Danke dafür, lieber Controller. Danke dafür, das ist so schade. Große Frage ist, ob ich unter 300, ob ich das Spiel überhaupt abschließen kann, ist die große Frage. Alter, jetzt hat er das Muster geändert, will er mich verarschen. Money.
Ja, bin ich blöd gelaufen. Das muss ich mehr in der Mitte machen. Glück gehabt. Da kam ich nicht mehr weg. Schade. Hätte vielleicht doch ein bisschen mehr auf hier ja, ausweichen gehen sollen, von dem Skill her. Wenn ich gut dabei bin, ne? Ja, nee, das Mist. Ja, schade. I don't like it. I love, I love, I love it. Come on. Ich hab schon geslashed zur Seite. Schon wieder. Und schwupps ist dieser Run auch schon wieder im Arsch. Also ich glaube, seitdem ich angefangen habe, solche Spiele zu spielen, wir sind glaube ich schon 10 bis 15 Jahre, habe ich von meinem Leben schon wieder weggeschmissen. Das geht früh in die Kiste. Ich gehe abends immer mit einem 500er Puls ins Bett. Also hier müssen wir nochmal draufdrücken. Nee, nee, nee. Jetzt. Oh, ich spür's.
Oder auch nicht. Na. Nein, ich. Wie oft kann man wohl sterben? Also, bis das Spiel sagt, nee, das ist gar nichts für Sie. Das sollten Sie lieber nachlassen. Sie geben das Spiel einfach zurück, Sie kriegen auch Ihr Geld wieder. Shit. Genau dann war er noch in der Mitte, ne? Shit. Der war aber wieder besser. Thank you.
Oh. Vergebt mir. Heute betrauen wir das Ablehnen eines Wesens, das die Substanz unserer Welt gestaltet hat. Mit ihm endet ein ganzes Geschlecht, der letzte Lord der Türen. Manche haben ihn als mysteriösen Anführer gesehen. Alter, mein Herz, ey. Andere als eine dunkle Wolke, welche die Welt verdüstert. Getrieben von dem Verlangen, größer zu sein als sein eigener Schöpfer. Man wird sich an ihn erinnern, weil er sich um die Weiterentwicklung der Türtechnologie verdient gemacht hat. Weil er die Ordnung in einer sterbenden Welt aufrechterhalten hat. Und weil er alles daran gesetzt hat, dem Tod zu entgehen. Um jeden Preis. Gewiss waren seine Taten unklug, doch der Wille zu leben sitzt nun einmal tief. Wer kann schon sagen, was er selbst tun würde, wenn er von der gleichen Wahl stünde wie dieser Lord? Senkt das Haupt im Gedenken, er weiß ihm die letzte Ehre. Seine Zeit in dieser Welt ist abgelaufen. Wohl. Das war's. Da ist sie wieder, die 9. Huiuiui. Ja, schönes, scheißschweres Spiel. Ja, dass ich gewonnen habe, ne? Ach ja. Devolver Digital. Na bitte. Ja, so hätte ja so, dass da mehr passiert, also dass man mehr zeigt, was jetzt danach passiert ist, weil er weg ist, ne? Das wäre irgendwie cool gewesen. Weil so sind sie ja einfach alle da, wo sie jetzt immer noch sind. Nee, 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 nee,
Das kommt Samstag. Aber passt, das kann ich halt. kann ich heute ein bisschen früher in die Kiste. Mal gucken, ob morgen spontan noch ein Stream ist. Das weiß ich aber noch nicht. Wenn wäre es wirklich spontan. NHL fehlt ja zum Beispiel auch noch. Das habe ich jetzt eine Woche vernachlässigt. Da muss ich auch noch weiter zocken. Aber cool. Cool, cool, cool. 4 Streams habe ich gebraucht. Das waren jetzt nochmal 2 Stunden. Weiß gar nicht. 11 Stunden oder sowas dann gebraucht, glaube ich. Irgendwie so, ne? Ich lasse das noch einmal durchlaufen. Mal gucken, ob... Vielleicht kommt ja noch irgendwas. Ich weiß es nicht. Aber cool geschafft zu haben, das ist echt, auch wenn es echt anstrengend gerade war. 269 Mal gestorben. Heieieiei. Guck mal, geht weiter. Gut gemacht, mein Freund. Ich habe nicht eine Sekunde an dir gezweifelt. Es wird eine Weile dauern, bis die Welt geheilt und natürliche Ordnung wiederhergestellt ist. Wir Kreen werden den Prozess nach Kräften unterstützen. Ja, okay. Was hast du hier so? Wir haben keinen Zugang mehr zur Seelenkammer, aber ich kann immer noch überschüssige Seelenenergie dazu verwenden, deine Kampffähigkeiten zu verbessern. Ah, okay. Ja, okay. Der ist das. Okay, die sind jetzt alle in die Berge gegangen, oder was? Hä? Aber hier war ich doch... Hä? Ist das jetzt einfach nur noch so, dass ich jetzt hier weiter zocken kann, wie ich möchte? Weil das Spiel ist ja durch. Ja genau, Unterschlupf des Untiers habe ich. Da drüben konnte ich dieses Zusatzding holen, das habe ich geholt. Was kommt jetzt? Ah, schnupper ich nochmal kurz rein. Aha. Bettys Unterschlupf. Borg Schlüsselstein in Rot. Wahrscheinlich ist das... Ja, alles sammeln. Ja, genau. Nee, das wird nicht passieren. ich wollte das Spiel durchzocken, das habe ich gemacht. Kann man das irgendwo sehen? Ah, ich habe auch nur 2 Waffen, ne? Ich habe ja, also 5 Waffen gibt es wohl. Ja, ich habe halt nicht alles gesammelt. Hier gibt es auch hammer viele Sachen noch. Ja, gut. Nö, brauche ich nicht. Dit brauchen wir nicht. Guti. Da kannst du ja wahrscheinlich dann noch auf PlayStation hier Platin-Trophäe gehen oder sowas, wenn du alles sammelst. Ja. Ich habe die Story abgeschlossen, das reicht mir, das ist cool. War sehr anstrengend, hat aber Spaß gemacht. Grafikstil gefiel mir auch sehr gut. Ist ein gutes Spiel. Plus der Björn-Faktor kommt ja immer damit rein. Ne? Und 269 Mal Björn-Faktor war es diesmal. Bei Bloodborne wird es natürlich anders, da passiert ja nichts. Ich kann den Counter auf 0 setzen. Ist es schön. So, das war's für heute. Das war's mit Death Store abgeschlossen. Wir sehen uns allerspätestens Samstagabend 19 Uhr. Da geht's los. Twitch-Geburtstag, 3 Jahre Wii U's World. Und warum auch immer spiele ich Bloodborne. Wird cool. Habt einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Mitmachen. Bis Samstag. Tschüssi. Ciao, Simon. Tschüss, Marki. Tschüss, Stefan. Tschüss, Martin, wer alles noch da ist. Tschüss und gute Nacht.